Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimnor mit Chantal Lafishi, einer neuen Waffe, ein bisschen umgeskillt und umgekleidet. Und wir sind im neuen Gebiet, was heißt, die Ach, Gegner Kaviant sind Foothills. gammelig. Und jetzt hostet er den Server und es sieht gleich viel besser aus, die Grafik. Klar, das ist viel besser. Was erwartest du von einer 5000er Leitung? Okay, die Waffe ist ziemlich gut. Also Freddy hat mir gerade eine Waffe gegeben. Ich habe mir einen Helm gegeben nochmal. Von meinem anderen Charakter, der ist hier also in diesem Gebiet nur ein bisschen weiter. Und hier sind ziemlich viele Schützen, was ziemlich nervig ist. Wir sind alle tot. Hier hinten nicht. Scheiße! Hier sind auch gerade drei Pistolenschützen, die mir keinen Schaden machen. Drei? Ich habe hier sieben. Ja, okay, hier sind vier. Fünf waren's. Aber die sind nicht wirklich stark, ne? Ja, aber sie sind nervig, sie schießen nicht auf mich. Sie denken, sie können mir Schaden machen. Vor allem, die machen mir so wenig Schaden, dass ich mich einfach dagegen hochheile. Ja, ich auch. Die machen mir auch überhaupt keinen Schaden. Okay, da liegt eine Kanone. Cool. So. Das ist ziemlich cool hier. Ja. Weil jetzt hören auch die ekelhaften Gegner erstmal auf und jetzt kommen erstmal so Gangster, also diese Cronies Gang. Ja, die sind total harmlos, Alter. Die können gar nichts. Okay, die machen ein bisschen Schaden mit ihren Bomben. Nicht viel, okay, sie haben mir mein halbes Leben schon gezogen, aber. Ja, von denen darfst du dich halt einfach nicht treffen lassen. Ja, tut mir leid, dass sie in ein Haus reinstürmen und ich hier alle 20 Sekunden ausweichen, jede Sekunde 20 Mal ausweichen kann. Gott, ey, so viele Gegner. Könnt ihr bitte. Oh, ich hab was blaues, grünes. Hast du Instant Loot eigentlich ausgemacht? Nein. Du meinst, man kann das ausmachen. Ich dachte, jetzt trollt er mich und will alles weglooten, weil das sein Server ist, aber trotzdem. Ja, stimmt, ich habe theoretisch Ping Player. Mein Server, besserer Ping. Die sehen geil aus, der Schulterpanzer. Warte, ich guck mal kurz nach, was ich gefunden habe. Ich habe eine Pistole gefunden, die ziemlich schlecht ist. Und einen Schulterpanzer, der richtig gut aussieht. Und 207... So ein roter? Ja, mit 70 Armor. Dolwart Incendiary Shoulder Plates. Warte. Mighty Incendiary Shoulder of Protection. Ich mache hier schon ziemlich viel Schaden mit der Waffe, die ist ziemlich cool. Ein Sensenmann, oh mein Gott, der ist so süß! Ein Sensenmann. Der Tod. Einfach mal anklopfen. Schön, dass sie erstmal auf ihr eigenes Tor schießen. Ich hab's auch schon halb kaputt gemacht, bevor ich überhaupt drauf geklatscht hab. Hui, Hallöchen, na? Conley's Gang Murder, okay. Ich dachte gerade, das wäre ein besonderer. Weil er ziemlich fett aussah. Ach, ich wollte gerade dich schlagen und nicht ihn. Ich wollte ihm helfen. Na, ja, ich töte einfach meinen Kumpanen. Ich hab was gefunden. Edmund Shanks Doyle. Den kennen wir doch irgendwoher. Ach, von der Quest. Dort mein Spiel hängt. Ja, es laggt. Oh, fuck you. Es hat gerade ziemlich hart gelaggt. Wahrscheinlich, weil gerade 1000 Gegner kamen. Bei mir laggt gerade alles. Also bei der Server laggt bei mir. Bei mir geht's. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Das ist richtig abfuck, sterbe ich bei dir eigentlich gerade? Nein, du kriegst gar keinen Schaden. Also, ich laufe hier gerade auf der Brücke hin und her und alles steht bei mir. Ja, bei mir schießen alle auf dich. Geht's jetzt wieder? Lost Connection. Lost Connection? Ich glaube, das ist noch ein Early Access Problem bei so vielen Gegnern, weil an der Stelle, wo du bei mir mal rausgeflogen bist, waren auch viele Gegner und da sind halt auch ziemlich viele jetzt gewesen und. Ja. Join Multiplayer. Okay, die Gegner kann man übrigens ziemlich leicht verarschen, indem man einfach ein bisschen weiter wegläuft, dann laufen sie auch weg. Der Typ ist der Erste, der stark ist übrigens. Nochmal Scheißpass eingegeben, weil. Ja. Ich lasse ihn nochmal einen Augenblick leben, bis du wieder da bist, ne? Ja, kannst ruhig machen. Ich mach nur alles um ihn rum tot. So. Was ich übrigens richtig unfair finde, ist, dass die Viecher. Was ich richtig unfair finde, ist, dass die Viecher durch die Bäume durchschießen können und ich nicht. Können sie eigentlich nicht. Übrigens. Ich hab den Typen leben lassen. Also mit meinen zwei Waffen mache ich den ziemlich schnell kalt. Oh, wo bist du? Na? Wie man vielleicht merkt. Können wir mit ihm reden. Wir haben 25 Reputation Plus in Devil's Crossing bekommen. Was ist Reputation? Das, wo wir Sachen kaufen können. Ach so. Freundschaft. Reputation ist, oh Gott, ich fällt gerade das Wort nicht ein,
Mir fällt wirklich gerade das Wort nicht ein. Es ist nicht Freundschaft, Ansehen. Es ist Ansehen, ja, sowas. Die Gegner blocken, Igitt. Die sind irgendwie stärker als die Anführer. So, reden wir mal mit ihm. Warte. You pay for this, Cuff, Darius wants the prison, and he, when he finds out you, what have you done, spits blood, you shanked your death, rest in peace, Scum. Okay, wie in Anführung gesagt, er ist tot. Wir müssen zurück nach Davis Crossing gleich. Ich kann mit ihm noch reden. Ja, wie man nur gesagt, dass er sterben soll, er ist nicht gestorben. Ah, okay. Okay, dann ab nach Davis Crossing die Quest abgeben. Boah, das ist ungewohnt, nicht so 10.000 Kilometer runter scrollen zu müssen. Well, did they like our housewarming gift? I killed the man in charge by the name Shanks. What's our next target? Wir haben jetzt 250 Reputation bekommen in Dings. Do you have a plan? Continue. I will get on it. What happened to Elsa? Fragen wir erstmal. Continue. Okay, we'll get back on it. Oh, 750 XP. Moment mal, so weit bin ich auch in meinem Singleplayer. Bei den Quest gerade. Okay, geht noch nicht weiter. Wohin willst du? Gucken. ich bin gelevelt. Oh, nice. So, ein Punkt noch hier rein. Jetzt habe ich. Recovery Time. Das hier? Der hier unten eine Quest. Welcher? Harmon heißt der. Wo ist denn der? I can tell you. Schießt bei mir von der Luft, da ist niemand. Scrap. Da ist jemand, da ist Harmon. Nein, du schießt gerade hier einfach am Tor und hier ist niemand. Okay, hier ist bei mir. Ach, Harmon, also der hat keine Quest bei mir. Bei mir hat er eine Quest. Ja, wir spielen es auf seinem Server und deshalb sind ein paar Quests komisch. So. Oh, das war Flash and Iron. Was ist Flash and Iron? Keine Ahnung, das hab ich gerade beendet. Wohin willst du? Weiß ich nicht, ich dachte, ich renne da wieder hin, aber wir haben ein Portal da. Du stehst bei mir übrigens immer noch an der Stelle. Okay, jetzt bist du weg. Geportet? Ja, hab ich gesehen. Er ist schon da. Oh, ich glaube, ich habe mich versehentlich zu deinem Portal, ja. Ja, und mein Portal ist genau hier vorne, also. Wirklich, dieses Gebiet gefällt mir bisher sehr gut. Weil es leicht ist und du nicht oft stirbst? Nein, weil ich eine bessere Waffe habe und für die Gegner cool aussehen. Es sind menschliche Gegner. Ich mag menschliche Gegner lieber als komische Monster, die aussehen, als ob sie irgendwie anal geleckt hätten und irgendwie Kacke im Gesicht haben. Weiß ich, das finde ich ein bisschen komisch. Kimon's Retreat, okay. Alter, lauf doch mal nicht so schnell. Wieso? Kimon's Retreat. Ich lauf ganz normal, was zur Hölle? Komm, die kommen hinterher. Ich hab 5% Movement Speed. Ich hab, glaube ich, weniger. Keine Ahnung. Ja, ich hab 5% extra Movement Speed, also 5% Movement Speed wäre nicht wirklich schnell, muss ich sagen. Was bist du denn, Mossy Schämler? Obwohl, doch, den kenne ich, glaube ich, noch. Okay, der ist schon wieder gammelig. Der gefällt mir schon wieder nicht. Und die Ochsen, die hier rumlaufen? Die finden auch okay. Die erinnern mich an Titan Quest. An Wildschweine. An die Titanaufgabe? Sie sind ungefähr so groß wie Wildschweine. Ist das, wenn du niesen musst, aber nicht niesen möchtest? Und du dann richtig komische Bewegung mit der Nase machst? Ja, mit dem Mund so. Das mach ich gerade. Oh, das ist ein Boss, Schweinebulle. Ja, lass ihn erstmal die anderen töten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Wespe, ich bin fast tot. Oh mein Gott! Ja, warum pullst du auch die Großen? Ich hab nichts getan. Du hast da oben einen angeschossen. Hab ich nicht. Doch, hast du. Nein. Warum ist die scheiß Wespe? Wo bist ja, du jetzt schon wieder? Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Bist du im Haus drin? Ja, ich bin im Haus drin. Gut. Dann lag das wenigstens nicht. Mach mal mehr Schaden, ich kann nicht so viel tanken. What the fuck, wieso wurde ich gerade so krass geheilt? Oh mein Gott! Es macht so viel Schaden! Der Bull stand bei mir gerade die ganze Zeit einfach nur an der Wand und hat nichts gemacht.
Hallo? Rennt der? Ja. Er rennt gerade weg, oder? Ja. Siehst du, so fühle ich mich seit ein paar Wochen, Alter. Also jedes Mal, wenn wir aufnehmen, laggt es so. Oh mein Gott! Es sind so viele Gegner. Die machen Blutungsschaden ohne Ende. Ist egal. Das war gerade knapp. Er ist tot. Oh Gott, endlich. Gottes Willen. Wir leben übrigens noch, besonders einer. Ich habe nicht mal 1000 Leben, ey. Du hast schon über 2000. 2500 habe ich fast. Mir fehlen noch 10 Leben für 2500. Also ich habe 2400. Du hast 1000 Leben. Du hast 1500 Leben mehr als ich. Ich habe 928. Kann es irgendwie sein, dass man mehr Schaden bekommt, wenn man nicht der Server-Host ist? Nein, eigentlich nicht. Ich bin auch die ganze Zeit fast tot. Aber ich bin die ganze Zeit fast tot. Ja, wahrscheinlich, weil die Viecher einfach richtig stark sind. Die sind Level 23, die sind unter mir jetzt. Ja, aber die machen richtig viel Schaden, Alter. Also die sind auf jeden Fall stärker als die eben gerade. Ja, aber trotzdem, die anderen Viecher, also die richtig viel Schaden gemacht haben da damals, die waren einfach für mich so, okay, aber jetzt auf einmal, jetzt kriege ich Schaden. What the fuck? Wieso können die hier rein? Das ist ein Haus. Ja und? Ich habe versehentlich noch einen Dingenstrank genommen. Heiltrank. Nee. Eben kein Heiltrank. Mana-Trank. Ja. Ich weiß nicht, ob sie vorher auch schon gab, oder ich bin hier einfach nicht hingegangen, weil ich erstmal nach oben gehen wollte. Und ja. Ich kann mich nicht mehr an die erinnern. An die Wespen kann ich mich noch erinnern, aber. Ja. Und doch, die müsste es eigentlich auch gegeben haben, doch, ja klar. Gar keine Ahnung, ob es die gab. So, dann wird das auch noch erkannt. Dann kommt nicht der Lafishy Channel, auf den freue ich mich schon seit Wochen. Ich habe jetzt zwar erst vor einer Woche angekündigt, dass es ihn geben wird, aber. Ja, mir hast du schon vorher angekündigt mal. Ich hab dir vorher schon mal gesagt, dass ich das vorhab, ja. Das stimmt. Hi. Okay, es liegt nicht daran, dass du nicht auf der. Dass du immer auf meinem Server warst, weil jetzt hast du auch immer Aggro, wo ich direkt neben diesen Drecksviechern stehe. Ja. Geh wohl nach Internet. Wer schneller Internet hat, der wird angegriffen. Ja, aber ich hatte auch die Aggro meistens, als ich langsam ins Internet. Nein, die haben gar nicht gespielt, als ich langsam ins Internet hatte, oder? Ne, da haben wir Titan Quest noch gespielt. Oh, ich kann gerade richtig behindert reden, Alter. Kenn ich. Raptoren? What the... Oh, die kommen nicht durchs Fenster, oder? Ja, die kennen wir doch schon. Kommen die durch die Tür? Weiß ich nicht, ich probiere sie auf jeden Fall in der Tür kaputt. Ja, sie kommen, ja, durch, sie die kommen Tür. Durch die Tür. Skylord, kann der bitte mal sterben? Ich kann woanders ein Skylord sein, aber nicht hier. Ich habe ihn ein bisschen in die Mauer reingebackt. Och, nicht gesehen. So. Erstmal hier unten lang, okay, ich hab was gefunden. Moment, das kenne ich irgendwoher, das ist ein Quest. Die können wir jetzt verkacken oder nicht? Wie verkackt man? Soll ich mit ihm reden? Wie verkackt man? Also ich hab keine Ahnung, erzähl mal einfach, was der will. Stand back, I'm burning this chapter. My family does not need to suffer any longer in this horrible world. Is your family in there? You're insane. Oder, nope, not dealing with crazy. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir ihn seine Familie abfackeln lassen, oder? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub auch nicht. So, ich hab gesagt, dein Familie ist da drin. Stay out of this, it's best for you. You can't do this. Look, things are bad, but we can't lose hope. Also wir können entweder ihm sagen, du kannst es nicht machen, oder? Wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren. Oder er, mach ruhig weiter. Ja, ne, wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren, ne? Okay, hab ich gedrückt. What hope is there left, bla bla bla, good people are dying. Others have managed to survive, you can do too, I come from Devil's Crossing, it's safe there, oder? You're right, go ahead. Ja, yeah, Devil's Crossing. Safe? What's safe anymore? We were safe out here once to look at this place. We defend it, there is shelter and drinking, das ist das einzige, was ich klicken kann. Please join us. Perhaps this is fresh start we needed. I really hope you speak the truth. Oh. Ich hab sie geportet. Ich bin gut. Als ich das allein gespielt habe, hat er es dann von mir einfach abgebracht, weil ich mich, glaube ich, verklickt habe.
Nice. Das liegt einfach daran, dass ich gut bin. Also übrigens ein Buch. Ich weiß, hab ich auch gerade gesehen. Ich kann nicht schon angreifen. First Passage. Ich treffe da nicht. Moment, 750 XP. Kriegst du nicht die Bücher immer, wenn... Hat sonst jemand der Host das gemacht, oder wie war das? Also sonst habe ich die Bücher immer gelesen und du hast ihn automatisch bekommen, aber... Ich hab's jetzt auch automatisch bekommen. Vielleicht wurde es ja gefixt, oder das liegt wirklich daran, dass ich der Hauptplayer bin. Also ich habe das Ding auch nochmal gekriegt. Ich habe das Buch ein zweites Mal gekriegt. Und kannst es verkaufen für 2. Na Gott, ich muss bei Witcher noch so viel vorlesen. Kommt man da irgendwie durch? Ich glaube, das bei Assassin's Creed am Ende. Bei Assassin's Creed hat man auch ein bisschen was zu vorlesen, ja. Also ich werde es nicht alles vorlesen, ich werde es einfach so öffnen und dann wahrscheinlich unkommentiert lassen, weil... Außer es ist immer lustig, dann sage ich, haha, du Missgeburt, wollte ich sagen. Wieso ist der Bereich hier grau? Ist er bei mir nicht. Achso, ja, ich bin ja rausgeflogen, stimmt. Ja, genau. Doch, klar, die Viecher gab es ja auch, die Bullen. Oder was das ist. Ja, ich erinnere mich wieder dran. Den scheiß Wespen hier. Ich erinnere mich, als ob es... Ah, fuck! Ich erinnere mich, als ob die Mauer noch stand wäre. Da war es viel besser hier. Oh Gott, noch mehr von den Drecksviechern. Guck mal, ich kann einfach hingehen und sie kriegen einfach keinen Agro und sie laufen zu dir einfach. What the fuck? Das liegt daran, dass ich einfach viel besser bin. Wahrscheinlich. Ich bin erst 800 Millionen Mal gestorben. Guck mal, ich kill einen Agro von 6000 Leuten. Weißt du, ich kann das Vieh totprügeln, das interessiert sich nicht für mich. Und du greifst ein Vieh an, alle töten dich. Ich schlag den einen die ganze Zeit und er rennt einfach weg. Scheiße, die machen auch so viel Blutungsschaden, Alter. Ich sterbe an Blutungsschaden gerade. Jetzt hast du gerade Agro gekriegt. Von einem. Nö, von allen. Also alles. Ja, genau. Wie von allen? Ich habe gerade von 2 Agro gehabt. Von dem und ja, dem. Ja, alle sind weggegangen von mir. Ja, von mir auch. Die sind einfach nach oben gelaufen wieder. Ja, Grimdon ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe immer noch Blutungsschaden übrigens. Ich prügel den Tod, interessiert die anderen nicht. Du greifst ein, 4 an, sie gehen auf. Okay, jetzt gehen sie mal auf mich. Wow. Ich will den Hammer aus dem Set haben. Ich glaube, der ist besser als meiner. Wahrscheinlich. Vor allem, weil es ein Set ist. Oh, ich krieg gerade mal ein bisschen Blutungsschaden. What the fuck? Alter, Blutungsschaden killt mich voll. Ich greife doch gar kein Vieh gerade mehr an. Ja, aber wenn ich Blutungsschaden habe, ich habe meistens Blutungsschaden, dann killt er mich fast. Es wird Nacht. Ich weiß. Ach, du hast es gestunt, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Dann oft Sachen. Ja, ich war verwirrt, weil es nicht, weil es durch die Gegend flog und auf dem Boden lag und dann dachte ich, es wird tot. Okay, jetzt ist es wirklich ein bisschen dunkel schon. Ist schon richtig dunkel, da hinten sind die... Die Wespen, nein, die komischen Drecksviecher. Ja. Die Windraptors. Und sie greift natürlich mich an. Weg zu Steven Skinner und David's Crossing haben wir übrigens nur als Quest bekommen. Die wir gerade geportet haben. Die wir deportiert haben. Da sitzt ein normaler Mensch. Wo? Da hinten, aber lass uns erstmal hier ein bisschen erkunden. Du bist auf jeden Fall ein bisschen schneller als ich. Na, gegen die kann ich noch verteidigen. Obwohl das die stärkeren von denen sind. Ich merk's gerade, Alter, der hält ganz schön viel durch. Wo ist der normale Mensch? Ich hab den nämlich gar nicht gesehen, muss ich sagen. Welcher normale Mensch? Du hast gesagt, da ist irgendwo ein normaler Mensch hier in der Gegend. Ja, sie sind ja. Achso, da hinten. Auf der Karte habe ich ihn noch nur gesehen. Nicht gesehen. Und diese Strohhütte super. Nein, das ist keine Strohhütte, das sind normale Hüte, aber die sind voll super. Ja, das sind so Cowboy-Hüte, ne? Ja. Ne, das sind Sombreros. Ich wollte mir ein Sombrero kaufen.
Ne, sind Cowboy-Hüte. Das kennst du auch hier was. Unser ja, Timer stimmt, klingelt. Komm. Jo. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. Hier gehe ich besser nicht lang. Hören wir an dem Feuer hier auf. Dann wissen wir nächstes Mal, wo wir waren.